Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es Gott bestimmt hat, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Nenne uns den Verräter, Herr. Es gibt unter uns keinen. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder in den Tod zu gehen. Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst.